Schön, dass ihr immer noch dabei seid bei Let's Play Gunstar Future Heroes. Dies ist der letzte Level. Und los geht's. Landung erfolgreich, aber der Feind kommt näher. Yell und ich kümmern uns um alles. Geh jetzt. Danke. Ich bin General Gray. Hört mir zu. Unsere Zeit ist gekommen. Wir haben alle vier Steine. Wir erwecken den Gott des Ruins und kontrollieren ihn. Mit Hilfe des Megalithen wird er unser Messias sein. Die Ehrenregierung wird uns nicht länger unterdrücken. Wir erschaffen eine neue Weltordnung, ein Imperium. Hui, wie geil. Nee, ich habe da noch ein Wörtchen mitzureden. Und ja, die können uns scheinbar auf diesem Monitor sehen. Und da Pink nicht dort unten ist, können wir wohl ziemlich sicher sein, dass sie unser erster Gegner sein wird. Ganz viel Energie. Wow. Immer schön hier unten Deckung suchen. Und hier ist sie. Los geht's. Na komm, geh weg. Ah. Ah, Bubi, geh mal weg. Du störst. Ah, ich muss dir mal richtig Feuer machen, oder? Oh! Mensch. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern. Ich habe dich gerade eiskalt abserviert. So, und wir haben gerade gesehen, dass Orange den Bildschirm verlassen hat. Das heißt, dass er unser nächster Gegner ist. Hua! Und ich finde, hier ist er noch mal eine ganze Ecke schwerer. Weil das mit dem nach unten steigen gar nicht so einfach ist. Oh oh. Hauptsache, ich lasse mich nicht wieder von ihm rammen. Ihr habt da gesehen, wie viel Schaden das macht. Wow. Er explodiert in ein Flammenmeer. Jupp. Oha. Dr. Wily macht sich auf den Weg. So, ein kleiner Aufzug nach unten. Los geht's. No, Wily. Yeah, ich mach dich, röste dich gleich schwarz, mein Freund. Alle wechseln ständig die Seite. Und diese Plattform wollen uns nach oben drängen und uns zermatschen. Na, nix da, Freundchen. Also der ist so ziemlich einfach, aber der hat gleich noch einen neuen Trick drauf. Wenn es nur das hier wäre, wäre es ja einfach. Jep, da kommt jetzt nämlich auch ein Laser unten raus. Oh, und von der Seite kommen auch welche. Nein! Ich hab kaum eine Chance, den zu treffen. Nein! Nicht nochmal. Ich hab mich doch so gut geschlagen. Wir müssen ihn aufhalten, ja. Wir müssen Black aufhalten. Das heißt, ich muss die anderen Fitzpiepen jetzt auch nochmal besiegen. Okay, diesmal ein bisschen fixer. Energie. 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 Und nochmal Energie. Und das nochmal Energie. Hatschu. Na komm, Pink. Ach so, ich muss nur Pink besiegen, dann werden die anderen automatisch besiegt. Gut, dass ich das herausgefunden habe. Jetzt habe ich etwas mehr Energie als vorher. Pum, pum. Da kommt das doch Kindergarten hier. Huja.
Scheiße, ich komme gar nicht so weit dahin. Bäh. Ja, ja, und ich sage auch noch, der ist schwerer als der andere Orange. So viel dazu. Er hat mich diesmal nicht einmal getroffen. Wie? Schön, dass ich das auch mal erfahre, dass mir die Explosion wehtut. Okay, Dr. Wily. Dr. Wily Black. Na komm, ich zerrupf dich. Wenn das alles mal so einfach wäre. Ich weiß gar nicht, wie ich den Lasern da gleich richtig ausweichen soll. Na komm. Na, ich werde den Boden mit dir aufwischen, Freundchen. Da 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 da. Ich schlitter dann lang wie so auf so einer Eisbahn. Okay, ich darf mich nur nicht nach oben treiben lassen. Da müsste eigentlich alles paletti sein. Na komm, geh down. Pam! Und der explodiert in einem Flammen und der ganze Aufzug mit ihm. Und mit mir, besser gesagt. Okay, jetzt ist nur noch Green übrig und der Imperator. Wow, und er hat 999 HP. Und er kommt wieder mit der geilen Maschine angerückt, ey. Na. Besiegt! Das waren alle Schergen des Imperiums. Jetzt nur noch ich und der Imperator übrig. Scheinbar hast du es endlich geschafft. Aber du bist zu spät. Der Zerstörer erwacht. Du glaubst wirklich, Golden Silver ist der Messias? Hast du vergessen? Beinahe hätte er die Welt zerstört. Wir haben nichts vergessen. Genau das wollen wir. Vor der neuen Ordnung muss es Tod und Furcht geben. Was? Mit dem Megalithen können wir den Zerstörer steuern. Mit ihm werden wir die Menschheit läutern. Das Feuer der Einsicht wird nun die Reinen leben lassen. Und dann erschaffen wir eine neue Idealwelt. Eine Idealwelt und unser Leben wie Abfall entsorgen? Und was ist daran so schlecht? Rettest du die Menschheit? Die Menschheit zerstört sich selbst. Sieh nur die Kriege. Und die Überbevölkerung? Wir müssen gereinigt werden. Und so soll es sein, bei der Macht des Megalithen. Erwache, Golden Silver! Nein! Nein! Ich bin Golden Silver! Was machst du da? Gehorche mir! Ich höre auf niemanden! Ich bin ein Gott! Ich bin Golden Silver und verschaffe dir Frieden. Joa, der Imperator wurde von Golden Silver getötet. Nun kommt es zur finalen Schlacht. Im nächsten Video wird sich alles entscheiden.